So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Thea the Awakening. Wir sind ja unterwegs mit unserem kleinen Trupp hier Richtung Goblindorf, Flüchtlinge da unten und da oben die göttliche Quester. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und hier ist auch so viel Krams noch, das wir noch entdecken müssen. Und ich hoffe mal, dass wir, wenn wir hier vorne weiterlaufen, dass wir irgendwie um diesen Fluss oder See, weil das ist, rumkommen. Ich hoffe das wirklich. Und wir haben einen neuen kleinen Krieger gekriegt. Den haben wir gefunden, den haben wir erkämpft. Der wollte von den Wölfen gefressen werden, wie auch immer. Und den haben wir da rausgeholt. Und jetzt ganz plötzlich ist der erwachsen geworden. Wir haben einen neuen Kämpfer, leider noch ohne Waffen. Und wir müssen die Runde beenden hier erstmal. So. You travel through the hills in search of resources, and you come across the remains of an old settlement. The houses are small, almost built into the hills themselves, and despite the decay brought by the darkness, many look well preserved. You realize, however, that you are not alone, as two tall orcs step in front of you with their weapons drawn. Halt! One shouts at you in a deep, heavy drumming voice. Orcs! Alter, wir haben auch noch mit Orcs zu tun. Es ist aber hell. Warum ist der denn hier so stark? Das ist ja horrormäßig hier. Von 1 bis 5. Gibt es Gefahren schon 5? Das sind 4. Nee. Gut, lass uns nicht voreilig sein. The two orcs speak together in a foreign tongue, which sounds a lot like whistling leaves on a windy day. You make out a few words like deal, mistress and vault, but not much else. The orcs step aside and an orcish female steps in. She is even taller, muscular and holds her head up high as she speaks to you. We got here first, human, so don't get any ideas. But we may have a deal for you. We found something and it needs tools to open, and we have none. Give us your tools, and in exchange we will give you several weapons and some resources we found in this place. Deal? Wenn ich jetzt sage zusammenarbeiten, dann kann das ja passieren, dass wir noch mit denen kämpfen müssen. Oder heißt das Blaue, dass das immer gut ist? Ich weiß es nicht. In Ordnung, abgemacht. Verlieren zwei Werkzeuge. A woman nods to her men, then turns to you again. Good. I must admit that I did not expect so much sense from your kind. As promised, here's what we can give in exchange for the tools. Farewell. Leichte Armbrust. Okay, besser als gar nichts. Ist okay. Wir haben ein bisschen was verloren, aber ist Pech. Na gut, auf jeden Fall brauchen wir da nicht kämpfen und das wollen wir ja nur auch nicht. Das wäre auch böse in die Hose gegangen. Vorräte für eine Ausrüstung. Pass mal auf. So, guter Knecht, du hast hier gar nichts. Dir werden wir mal die popliche Armbrust hier in die Hand drücken. Bringt zwar nicht viel, aber besser als nix. Sag mich immer, ne? So. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Ach, das ist Panne. Naja. Ist halt so. Und können wir nichts... Was haben wir? Verletzung? Zwei Wunden. Ach, immer noch zwei Wunden. Na gut. Wir werden mal weiter schreiten. Sollen wir in die Goldmine gehen oder sollen wir hier weiter runter? Nein, halt. So war nicht geplant. Goldmine. Da können wir auf Rückweg mal reingucken. Hier ist alles gut. Alles gut. Oh, wir haben einen Punkt. Wir haben einen Forschungspunkt. Und den wollen wir doch mal in die Waffen tun. Hier in die Schwerter. Yes. Schwerter. Bestätigen. Wir können Schwerter herstellen. Sehr schön. Sehr schön. So, das wollen wir jetzt mal machen. Vielleicht klappt das auch. So. Produktion. Herstellen. Schwerter. Wir wollen mal Schwerter bauen. So, wir brauchen... Wir haben Silber. Silber! Silber kommt hier rein. Zack. Das gute Holz, das kommt hier rein. Ach, Knochen haben wir auch noch. Haben wir Knochen überhaupt? Ja. Und hier Knochen und ganz normale Knochen. Ich glaube, das ist, glaube ich, besser, wenn wir das hier reinpacken. Wir probieren das mal aus. Wir wollen das mal kurz durchtesten. Haben wir denn... Haben wir nicht. Haben wir... Was ist das hier? Verzauberte Knochen. Oh, bringt das was? Bringt das vielleicht mehr? Wir versuchen das mal. Unser Bestes. Unser Glück. Unser Glück. Da haben wir noch was. Aber wir haben ja Silber schon mal reingeproppt. Das Silber ist, glaube ich, mal gar nicht mal so doof. Und wir haben hier noch Stroh. Was haben wir denn da? Verzauberte Knochen und drei Silber. Schaden, 9 Schaden, Abwehrschaden. Magie einmal und Geschicklichkeit einmal. Wir probieren mal ein bisschen rum. So. Da haben wir noch... Pass mal, probieren wir das mal aus. Warte mal, das geht gar nicht, oder was? Hallo, wo geht's nicht? Ach so, das ist was anderes. So, pass mal auf, gehen wir unten runter und... Was wollte ich jetzt probieren?
Den Quarz, genau, den Quarz wollen wir mal testen hier. Was haben wir? 9611. Aha. Silber lassen wir drin, ne? Da haben wir noch einmal Geschicklichkeit mit drin, ne? Das lassen wir drin, ne? Das ist gar nicht mehr so ganz, ganz doof. Wenn wir das hier oben noch einbauen? 861. Das wäre natürlich noch eine richtig gute Nummer. Wir haben aber noch Quarz hier. Das könnten wir... 861. Wäre natürlich das Silber da oben viel besser. Das wäre eine super Waffe eigentlich. Die wäre gar nicht mal so ganz doof. Und knochentechnisch schon mit dem Glück. 961. Das ist natürlich der Hammer, den lassen wir so. Bestätigen. Wie viel können wir denn davon bauen? Mal gucken. Ich habe mir da zwei hin, zwei Stück. Bau mal zwei Stück davon. Wer soll es bauen? Die Gute kann es ja machen. Das kann sie auch gut machen, ja? Zack, sechs Runden dauert der ganze Spaß. Dann kann sie ruhig mal ein bisschen mithelfen, wenn sie schon da ist. Mein Gott. Wer ist denn noch hier am Nix tun? Da ist am Nix tun, aber es ist nur einer. Bringt nichts. Lassen wir so. Mach das mal. Super. So, die unten, die sind wir soweit durch. Können wir nicht weiterlaufen. Alles klar. Wir werden die Runde beenden. Zack. Alles ruhig. Ganz komisch. Alles ruhig. So, wie weit kommen wir denn jetzt hier? Ja, jetzt gehen wir ins Ungewisse. Oh, da ist ein Nest oder sowas ähnliches. Wir können nicht weiter. Irgendwas ist hier. Da vorne ist irgendwas. Aber wir kommen um den See rum, so wie es aussieht. Werden wir die Runde auch beenden? Zack. Mit der Hoffnung, dass nichts passiert. Auf jeden Fall haben wir einen richtig hellen Tag. Wir können alles sehen. Wunderbar. So, wir gehen mal dahin. Was ist das hier denn? Was ist denn das? Mal dichter ran hier. Was ist denn das? Das ist eine Ruine. Bedeutet uns gar nichts. Okay. Halt. Halt, halt, halt. Was ist das? Da wollen wir doch mal nachgucken. Wenn wir... Können wir gleich hin. Na gut, schade. Beenden wir die Runde. So, wir wollen es aber sehen. Was ist hier? You enter what used to be some old city. Some of it lies submerged in murky dark waters and a grim mist hangs in the air. Trostloser Nebel hängt in der Luft. Durchsucht die Stadt natürlich. You explore the forlorn city and from the top of one of the stone buildings flies down a swarm of enraged crows. Gut, ja, komm, dann lass uns mal mit den Krähen kämpfen. 12 gefräßige Krähen, 12 Stück, Alter. Leute, was ist denn hier los? Ich möchte gerne die Mutter Teresa weghaben. Kann ich das? Aber das wäre ja so ein Zufallstreffer, wenn das klappt. Nein, die ist da geblieben. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Ach, Mist. Die guten Sachen haben wir hier hinten. Na, das ist eben das, was Pech ist, nicht? Wir sind an der Reihe. Ja, sie kommt raus. Natürlich kommt sie raus. Krähe 5 und 2. Sie kommt auch raus. Hier, vorstoßen. Erste Aktion ist auf jeden Fall sehr gut, aber raus. Haben wir schon mal eine Krähe abgelöst. Und, wer kommt noch raus? Wer kommt noch raus? Da. Sie auf jeden Fall. 2 und 4. 5 und 3. Vorstoßen. Raus. Verwirren könnten wir auch einsetzen. Vorstoßen. Unterstützen. Was haben wir noch? Sie kommt raus. Oder der Geist. Zäpfling. So, wir könnten Verwirren einsetzen. Dann würde sie uns aber auf jeden Fall nichts tun. Oder verbinden, unterstützen können wir auch machen. So. Ich möchte sie nicht mit rausnehmen. Ich möchte sie eigentlich nackt. Ach Gott. Krähen sind nicht ganz so schlimm, aber es wird ja nicht ganz so ohne Blutvergessen ausgehen werden. Ich fürchte nämlich, so, die ist raus, die ist auch raus. Die auch. Oh. Na gut. Fehlt uns ein
Na, ja, lassen wir so. So, zack, raus. Erste Aktion, hier, zack. Ja, und dann gib mal Stoff. Brauchen wir nicht weitermachen. Wir waren siegreich. Mal sehen, was wir gekriegt haben. You continue your scouting and find an old stockroom, still stacked with good resources. Ein paar Ressourcen haben wir auf jeden Fall gefunden. Ein bisschen Knochen. Nicht schlecht. Und Fleisch. Geflügel. Saftiges Stück Geflügel. Gut, nehmt die Beute und verlasst den Ort. Okay. So. Können wir noch weiterlaufen? Ich hoffe mal. Ein bisschen weiterlaufen können wir. So. Da haben wir wieder was gefunden. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Wie ist denn die Verletzungsgeschichte hier bei uns? Alles noch im Grün, ne? Ja. Alles noch gut. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Und gewichtstechnisch, wie sehen wir aus? Och ja, super. Kein Problem. Okay. So, wollen wir da mal reinstiefeln? Das nächste. So, was haben wir hier? You enter what used to be some old city. Some of it lies submerged in murky dark waters and a grim mist hangs in the air. Ja, das haben wir hier genauso. Durchsuchen wir die Stadt. And discover most of it looted or decayed. But you find a body of some unfortunate soul with their full equipment still on. Da haben wir doch Schwein gehabt. Super großartig, nehmen wir und denn weg hier. So, mein Freund, jetzt kriegst du deine neue Klamotten an. Weil das, was du da hast, das ist ja für einen Eimer. Nimm Ausrüstung da. So. Hallo, wo bist denn du jetzt da? Genau, pass mal auf. Du kriegst erstmal eine vernünftige Waffe hier. Das ist doch schon ein ganz anderer Schnack. So, und ein bisschen was für. Damit er nicht so kalt ist. Ne? Das hätten wir auch noch. Könntest du mitnehmen? Nehmen, packen wir damit rein. Ist egal. So, sehr schön. Das haben wir. Wie sieht es aber mit Essen aus? Ich habe gar nicht geguckt. 4 Runden nur noch. Oh, wir haben nicht so viel Essen. Alter, hallo. Da müssen wir mal gucken, ob wir. Wie sieht es hier aus? Können wir was sammeln? Wir könnten da was sammeln. Aber wir können auch immer weitergehen. Da müssen wir halt eben eine kleine Pause zwischendurch mal machen. Nein, hier Schluss. Nein, sag mir sowas nicht. Wie weit ist denn? Wo muss ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Das ist aber jetzt gemein. Wie weit muss ich denn da laufen? Ich komme ja nicht von der anderen Seite, nicht? Das wird ja auch nichts. Da war da auch irgendwo Feierabend. Oder bin ich... Konnte ich hier durchlaufen? Och nö, ist das Ganze nicht umsonst gewesen? Das sagt mir jetzt sowas nicht. Das wäre jetzt echt bitter. Ach, wie doof. Naja, gut. Es wird dunkel. Und dunkel ist schlecht. Und Essen ist auch schlecht. Wir laufen wieder zurück. You fall through the ground into a dark and stale tunnel. The fall was rough, but it is possible to make your way back up. Wir sind in einen Tunnel gefallen, sag mal Leute, habt ihr keine Augen im Kopf oder was los? Versucht wieder nach oben zu kommen psychisch. Erforscht den Tunnel. Wir erforschen mal. You venture deeper and deeper into the tunnel until you reach a crossroads. Biegt links ab. Dies scheint der Weg nach draußen zu sein. Von rechts hört ihr das Rufen von Velis spüren. Könnt ihr das Rufen von Velis spüren? Was machen wir denn da? Sollen wir auf Velis hören? Wir hören auf Velis. Something down this tunnel has a very strong connection to your god. Whether this is good or bad, well, Velis is the god of the mystical and mysterious after all. Na super, was machen wir jetzt? Oh Gott, mystisch und mystisch. Gut, geht nach rechts, komm. You go to the right and you walk for what seems like forever. It gets darker and colder with every step. Finally, you reach a large underground chamber. It is filled with shiny stones and all sorts of treasures. But on top of them, there sleeps a dragon. Wir gehen langsam weg. Wir wollen ja nicht mit dem Drachen was zu tun haben. You run down the tunnel and then take a left at the crossroads. You find an exit, but as you leave the tunnel, the entrance shakes and collapses behind you. So, mein Gott. Sowas, sowas, sowas. So, nach Hause. Es wird aber dunkel. Wir müssen uns echt beeilen. Wie viel Lebensmittel haben wir denn noch? Wie viel Essen haben wir denn noch? Vorräte verwalten? Für 3 Runden. Das wird knapp. Das wird knapp. Wir können uns versuchen ein bisschen... Was machen wir denn da? Sollen wir hier runtergehen und erstmal ein bisschen Essen sammeln? Könnten wir machen, ne? Wir können jetzt sowieso nichts machen. Okay, warten wir ab. Es wird auf jeden Fall dunkel. Ach du grüne Neuse, dunkel. Gehen wir mal hier runter.
So, jetzt können wir nämlich hier Lager aufschlagen und sammeln. Wir werden sammeln, das steht fest. Und zwar Gemüse. So, sammelt Gemüse ein, Freunde. Das brauchen wir. Frag mich nicht, aber wir haben es denn. Da könnt ihr alle sammeln mit den Großen. So. Meine Güte. So. Es wird dunkel. Haben wir denn jetzt genug Futter? Wir müssen eigentlich jetzt genug haben. Ich guck mal kurz auf Vorräte. 5 Runden hatten wir. Wir müssen noch eine Runde warten. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden so ein Tageszeitabschnitt hat. Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Jetzt ist es dunkel. Wir können nicht weiter. Wir müssen hier warten. Wir müssen das hier durchziehen. Wir müssen echt hier warten. Wir können nicht weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben Waffen gebaut. Bin ich hier sicher? Da ist sie. Den haben wir gebaut. 9 und 6 Schaden. Was haben wir hier? 3 und 5. Alter, wir haben richtig guten Kram gebaut. Wir haben richtig guten Kram gebaut, muss ich mal sagen. So, was können wir denn noch machen? Produzieren, herstellen, Waffen. So, was haben wir denn noch Feines? Das ist Granit und wir brauchen aber das Kohle hier, ne? Ich glaube, das ist Kohle. Wir haben ja noch schönes Gold, können wir nicht gebrauchen. Holz. Haben wir noch... Nein, haben wir nicht. Von den guten... Müssen wir das nehmen? Das könnten wir nicht benutzen, oder? Doch, können wir. Können wir benutzen. Oh. Dann wäre es aber interessanter, wenn wir... Was haben wir unten denn? Haben wir da noch was anderes? Da haben wir noch Stroh. Für einmal. Wir können auch Holz nehmen, ganz normal. Nein, können wir nicht. Doch, können wir wohl. So. 5 Schaden und 5 Abschirmung. Wäre das. Oh, was haben wir denn noch Feines? Wie Silber haben wir noch hier? Wenn wir das Silber reinhauen. 8, 6 und einmal Geschicklichkeit. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Schade, dass wir keine Kohle haben. Was haben wir hier noch? Stahl. 8, 6. 9, 6. Hier, Stahl ist super. Wir hauen da Stahl rein. Bestiegen. Was können wir denn damit bauen? Wie viel? 2 Stück. 2 Stück können wir bauen. Zack. Super. Oh, das läuft. So soll das sein. Bester Kram. Ja, Mensch. Die Zeit ist schon wieder durch. Ich sehe das. Wir müssen sowieso die Nacht hier durch warten. Das hat keinen Sinn, wenn wir hier weitermachen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.